Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. The Englishman. Diese Woche The Pet Shop Boys. And It's a Sin. Heißt übersetzt, es ist eine Sünde. In It's a Sin rechnet Neil Tennant mit seiner katholischen Erziehung seitens seines Vaters und seiner Lehrer ab. In der Schule haben sie mich gelehrt, wie ich sein soll. Rein in Gedanken, in Worten und in Taten. Aber bei mir haben sie damit keinen Erfolg gehabt. Jetzt kommt sowas wie ein Gebet an seinen eigenen Vater und, glaube ich, an den Heiligen Vater. Vater, vergib mir. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, es nicht zu tun. Aber schon kurz nachdem ich mal wieder eine neue Seite aufgeschlagen habe, habe ich sie auch schon wieder zerrissen. Egal, was du mich auch gelehrt hast, ich habe dir nie geglaubt. Vater, du hast mich deshalb mein ganzes Leben lang bekämpft, weil es mir alles so egal war. Ich kann auch heute noch nicht verstehen, was daran Sünde sein soll. Und jetzt blickt er zurück. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann geschieht das immer mit einem gewissen Schamgefühl. Ich war immer der, der an allem schuld war. Und für alles, wonach ich mich im Leben sehne, ganz egal, wann, wo oder wer das auch sein mag, da gibt es immer einen gemeinsamen Nenner. Und dieser ist: Es ist eine Sünde. Alles, was ich jemals getan habe oder tun werde, jeder Ort, an dem ich gewesen bin oder wo ich noch hingehen werde, all das ist eine Sünde. Na, es wäre eine Sünde, jetzt nicht ins Internet zu gehen. Und It's a Sin nicht nochmal anzuhören. Einfach in unserer Mediathek klicken auf radio-saw.de. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.